Ja, meine Damen und Herren Kollegen, herzlich willkommen nach der Mittagspause. Wir setzen die unterbrochene Sitzung fort, und zwar mit dem Aufruf des Tagesordnungspunktes 44, dem Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Engagement im regionalen Klimaschutzbündnis ist richtige Antwort auf die Aufkündigung des Weltklimavertrags durch US-Präsident Trump. Das ist die Drucksachennummer 19/5022. Redezeit 10 Minuten. Das ist der Setzpunkt der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Und zu Wort gemeldet hat sich Frau Kollegin Dorn. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Am 2. Juni hat der amerikanische Präsident eine Drohung aus seinem Wahlkampf wahrgemacht. Er hat angekündigt, dass er aus dem Weltklimavertrag aussteigen möchte. Dabei war die Einigung in Paris historisch. Und man muss dazu wissen, dass die USA der weltweit größte Klimaverschmutzer ist, neben China, wobei China drei- bis vierfach so viele Einwohner hat. Die Entscheidung des US-Präsidenten ist für die Zukunft unseres Planeten unverantwortlich. Und sie ist noch dazu ein erheblicher Rückschlag für die wirtschaftliche Führungsrolle, die die USA innehat. Ein solcher Präsident ist für die Vereinigten Staaten von Amerika nicht würdig. Und es ist ja schlimm genug, dass sich Präsident Trump nicht dafür interessiert, was der Klimawandel auswirken wird. Es ist schlimm genug, dass er sich dafür nicht interessiert, welche Dürren noch kommen werden auf unserem Planeten, welche Überschwemmungen, dass die Arktis schmilzt, dass unsere Meere übersäuern. Es ist schlimm genug, dass er nicht einmal langfristig denkt und sich überlegt, was für Flüchtlingszahlen noch kommen werden. Da hilft ihm jedes Einreiseverbot der Welt nicht. Und dass er nicht versteht, dass schon längst auch in Europa und in Amerika der Klimawandel Einzug gehalten hat. Dass die Unwetter, die wir heute erleben, die Hitzeperioden, die wir schon heute erleben, aufgrund dieses Klimawandels zustande kommen. Und dass unsere Natur und unsere Landwirtschaft schon jetzt unter Mitleidenschaft gerät und dass dies noch viel schlimmer wird. Es ist schlimm genug, dass er dies nicht erkennt. Aber was ich wirklich gar nicht mehr verstehen kann, ist, dass ein amerikanischer Präsident der Republikaner noch nicht einmal mehr auf Großkonzerne hört. Man muss sich einmal überlegen, wer ihn alles gewarnt hat. Apple, Levi's, Morgan Stanley, Goldman Sachs, ja sogar ExxonMobil. Alle die haben ihn gewarnt davor, aus dem Klimaschutzvertrag auszusteigen. Warum? Weil es enorme Potenziale durch den Klimaschutz gibt und weil die erhebliche Bedenken haben, dass nun die Geschäftsrisiken bekommen. Klimaschutz und Wirtschaft sind eben die zwei Seiten der gleichen Medaille. Es ist schade, dass die FDP im Landtag dies immer wieder anzweifelt. Auch dass der Berliner Kreis, der gegen die Kanzlerin schießt, dies immer wieder anzweifelt. Es ist ganz klar, ein Ausstieg aus dem Weltklimavertrag ist wirtschaftlicher Irrsinn. Weltweit gab es große Kritik, aber es gab auch ganz klare Antworten auf Präsident Trump, und zwar für das Halten des Klimavertrages. Und am meisten Mut haben die Stimmen gemacht, die aus den USA selbst kamen. Und da hat Trump ja ein ganz schönes Eigentor sich geleistet, als er gesagt hat zur Begründung, er sei ja gewählt, um Pittsburgh zu repräsentieren. Er würde ja nicht Paris repräsentieren. Und da hat der Bürgermeister von Pittsburgh aber eine ziemlich klare Antwort gemacht. Er hat gesagt, wir bleiben bei dem Klimaschutzvertrag, wir halten die Ziele. Und er hat gesagt, Pennsylvania ist ein Bundesstaat, der auf erneuerbare Energien setzt, auf Umwelttechnologien, und dass da die Investitionen hingehen und eben nicht mehr so stark in die fossilen Energien, dass das jetzt der Zukunftsmarkt ist. Und ich glaube, genau das sind die Menschen in den USA, die vielen Regionen, die Bürgermeister, die sich für Klimaschutz stark machen, die unsere Partner sind. Und der Bürgermeister Bill Petuto hat auch gesagt, und das finde ich ganz entscheidend, die praktische Umsetzung sollte sowieso nicht in Washington passieren. Das läuft in den Städten quer durchs Land, und wir geben jetzt Gas, dass es auch so bleibt. Die Städte, die Regionen, die Bundesstaaten, die jetzt beigetreten sind im Klimaschutzabkommen aus den USA, seitdem Trump jetzt ausgestiegen ist aus dem Weltklimavertrag oder beziehungsweise das angekündigt hat, die ist enorm nach oben gegangen. Und auch viele, viele Unternehmen unterstützen jetzt genau diese Regionen in diese Städte, damit der Weltklimavertrag eingehalten wird, auch wenn er das angekündigt hat. Ein Trump mag vielleicht dem Klimaschutz Steine in den Weg legen, aber was er sicher nicht schafft, ist, den Klimaschutz aufzuhalten. Der Prozess ist viel zu stark. Wir schaffen auch einen Klimaschutz ohne Präsident Trump.
Und genau das setzen wir als Landesregierung und als Koalition an. Es gab ja die historische Einigung in Paris, und gleichzeitig hat die Umweltministerin für das Land Hessen unterzeichnet den Beitritt zum regionalen Klimaschutzbündnis. Dieses regionale Klimaschutzbündnis wurde im Jahr 2015 gegründet, damals von den beiden Bundesstaaten Baden-Württemberg und Kalifornien. Und mittlerweile ist die Zahl enorm angestiegen. Wir haben mittlerweile 176 Partner aus 36 Ländern auf allen Kontinenten. Davon sind aus den USA 18 Bundesstaaten und Städte dabei, 6 Bundesländer aus der Bundesrepublik. All diejenigen, die verpflichten sich, die Klimaschutzziele einzuhalten, sie verpflichten sich, sich auszutauschen, und sie verpflichten sich, ganz konkrete Maßnahmen zu entwickeln, damit der Klimaschutz gelingt. Genau das ist die richtige Antwort auf Präsident Trump und seine unverantwortlichen Handlungen. Und warum ist so ein Bündnis der Regionen von Vorteil? Das ist ganz einfach, weil da die praktische Umsetzung passiert, weil da die administrative Ebene ist, die die Dinge voranbringt, weil in den Kommunen der Klimaschutz passiert. Als wir unterzeichnet haben, da stand unser Klimaschutzplan noch nicht, da standen unsere Ziele. Aber was jetzt passieren wird, wir werden regelmäßig Berichte abgeben und transparent machen, was wir so tun. Und da werden genau dieser Klimaschutzplan eingereicht. Die 140 Maßnahmen, die wir konkret entwickelt haben, werden dort eingereicht. Und wir können auch zeigen dann bei diesem Bericht, wie viel Geld wir in die Hand nehmen, nämlich 140 Millionen € für die prioritären Maßnahmen. Das heißt, wir zeigen in unserem Bündnis, was wir tun. Wir zeigen unser Jobticket. Wir zeigen, wie wir den Kohleausstieg unterstützen können, auch wenn er auf Bundesebene läuft. Wir zeigen, wie wir die Förderung von ÖPNV in Hessen voranbringen, wie wir den Nahverkehr voranbringen. Wir zeigen, wie wir die Landwirtschaft, die konventionelle, so beraten, dass sie immer klimafreundlicher ist. Genau das können wir zeigen, und so können wir vorbildhaft wirken für den Klimaschutz weltweit. Und Herr Kollege Lenders, die FDP in Hessen meint ja immer, unser Klimaschutzplan sei überflüssig bis hin zu schädlich. Und Sie haben auch gesagt, als die Regierungserklärung war, wir könnten den Klimawandel in Hessen nicht aufhalten. Zum ersten Punkt. Das habe ich ja gerade schon in den USA verdeutlicht. Der Klimaschutzplan ist eben keine Gefahr für die hessische Wirtschaft. Er ist sogar förderlich. Auch wenn Sie es noch nicht wahrnehmen, weltweit schauen Sie sich an die Investitionen in erneuerbare Energien. Die übersteigen die Investitionen in Fossile erheblich. Und wir haben auch eine Studie gemacht, zusammen mit dem Klimaschutzplan. Da zeigt sich ganz deutlich, wie viele wirtschaftliche Potenziale es gibt, wie viele Investitionen entstehen und dass wir 40.000 Arbeitsplätze genau mit diesem Klimaschutzplan erreichen können. Mittelfristig. Natürlich heißt es auch kurzfristig, dass es Anpassungen geben muss. Deswegen beraten wir die Industrie und die Landwirtschaft so stark. Aber mittelfristig profitieren wir alle, auch die Wirtschaft. Und deswegen gab es ja so einen Aufschrei der Konzerne. Und deswegen setzen wir in Hessen genau auf diese eine Medaille. Klimaschutz und Wirtschaft sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Und es war sehr richtig, was die Bundeskanzlerin und die Große Koalition auf Bundesebene gesagt haben, wie sie kritisiert haben, den Präsidenten Trump, als er den Weltklimavertrag gekündigt hat. Aber ich möchte einmal erinnern, dass auch Deutschland kurz davor ist, die Klimaschutzziele nicht einzuhalten. Vorhin hat es interessanterweise der Kollege von der FDP gesagt, wir haben sogar eine leichte Steigerung des CO2-Ausstoßes. Nur hat er leider vorhin die Ursache und Wirkung etwas ziemlich durcheinandergebracht. Das Hauptproblem ist, dass wir weiterhin die Kohlekraftwerke am Netz haben, die billigen Braunkohlemeiler, die weiter CO2 ausstoßen, obwohl wir sie gar nicht brauchen, wir Strom exportieren. Das ist unser Riesenproblem. Wir müssen einen Kohleausstieg in Deutschland schaffen, damit wir die Klimaschutzziele einhalten. Das ist das Wichtigste. Und in diesem Punkt versagt leider die Große Koalition auf Bundesebene. Man muss sich einmal vorstellen, ich habe gerade gesagt, die Investitionen weltweit in erneuerbare Energien sind massiv gestiegen. Was ist in Deutschland passiert? Sie sind nicht gestiegen, sie sind auch nicht gleich geblieben. Sie sind 2015 um 47% eingebrochen zum Vorjahr. Wir haben einen Einbruch in die Investitionen in erneuerbare Energien. Der damalige Wirtschaftsminister, die jetzige Wirtschaftsministerin, all die müssen doch dafür kämpfen, dass wir an der Weltspitze bleiben, statt dahinterher zu hängen. Deutschland muss sich in diesem Bereich völlig klar aufstellen. Klimaschutz ist das wirtschaftliche Potenzial für Deutschland. Und Herr Kollege Lenders, Sie haben jetzt gesagt, Hessen kann allein den Klimawandel nicht aufhalten. Das haben wir auch nie behauptet, und das ist auch nicht so. Aber Herr Kollege Lenders, wir sind ja nicht alleine.
Und das wollten wir mit diesem Setzpunkt auch zeigen. Wir sind in einem Bündnis von sehr vielen Regionen, die alle sich Ziele gesetzt haben, wie sie den Klimaschutz erreichen können. Und genau in diesem Netzwerk bewegen wir uns, wir tauschen uns aus, wir profitieren voneinander. Und auch wenn wir an diesem Netzwerk allein den Klimawandel nicht aufhalten können, wir können in diesem Netzwerk ihn deutlich begrenzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Hessen sich da so engagiert, wie es gerade es tut. Und was in dem Großen sozusagen gilt, dass ein Prozess von unten nach oben wirkungsvoller ist, genau wie, man zeigen kann in den USA, so gilt das auch in Hessen im Kleinen. Auch wir haben einen Klimaschutzplan so entwickelt, dass er von unten nach oben geht. Das heißt, dass alle wichtigen Stakeholder, gerade die Kommunen, an einem Tisch sitzen. Die haben diese Maßnahmen entwickelt. Die Wirtschaft, die Kommunen, die Institutionen, die Umweltverbände, all die haben an einem Tisch gesessen und haben überlegt, was kann Hessen ganz konkret tun. Und da ist es wirkungsvoll, wenn man ganz konkret nicht von abstrakten Zielen redet, sondern ganz konkret, wie geht man in die Umsetzung, was sind die einzelnen Schritte, was sind die Maßnahmen. Deswegen ist unser Klimaschutzplan so erfolgreich, weil er von unten nach oben gestaltet worden ist. Frau Kollegin, Sie müssen dringend zum Ende kommen. Ich würde zum Schluss gerne noch dem Kollegen Lenders eine Frage stellen. Sie haben in den letzten Debatten immer wieder gesagt, ein kritischer Diskurs über den Klimawandel sei nicht möglich. Wir wollen, dass jeder akzeptiert, es gibt einen Klimawandel, also wir GRÜNEN. Wer es auch nur wagt, in Frage zu stellen, dass der Klimawandel von Menschen gemacht wird, wird sofort diskreditiert. Ich würde Sie gerne einmal fragen, was das in Ihre Position ist. Meinen Sie, es gibt einen Klimawandel und ist der von Menschen gemacht? Wir sind da ganz klar aufgestellt. Ich möchte endlich einmal Ihre Antwort auf diese Frage hören. Vielen Dank. Als Nächstes spricht der angesprochene Kollege Lenders für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es scheint ja ein Zwiegespräch zwischen uns beiden zu werden. Und meine Damen und Herren, die anderen hören zu. Ist schön. Und ich habe ja auch gar nichts dagegen. Und Frau Dorn, ich schätze das durchaus, dass Sie jetzt in Ihrer Rede auch Argumente aufgenommen haben. Sie haben mir auch nachher eine sehr konkrete Frage gestellt, die ich dann auch beantworten will. Nur das eine will ich Ihnen auch sagen, dass wenn seitens der GRÜNEN vor allen Dingen die FDP beim Klimaschutz immer als Feindbild herhalten muss, und auch der Vergleich, also Al-Wazir hat es heute ja auch schon wieder gemacht, dass wir sozusagen in das Lager von Trump gehören, dann müssen Sie schon einmal fragen, ob das wirklich der richtige Stil im Umgang ist. Donald Trump, das haben Sie zu Ihrer Überschrift, zu Ihrem Setzpunkt gemacht, ist für mich jemand, der ein Nationalist, der homophob, rechtspopulistisch unterwegs ist, der in einem wirtschaftspolitischen absoluten Irrweg unterwegs ist. Meine Damen und Herren, wir weisen irgendwelche Zusammenhänge mit Donald Trump weit von uns. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun oder mit unserer Politik. Meine Damen und Herren, wenn die GRÜNEN uns sozusagen brauchen, um das Thema Klimaschutz zu nötigen, damit man wieder ein Feindbild hat, Frau Dorn, dann ist es Ihnen geschenkt. Ich glaube, dass wir nur wirklich am Ende aller Tage wirklich um den Weg streiten müssen. Und ich sage das einmal mit den Worten von Winfried Kretschmann, der bei Ihnen gesagt hat, ihr habt einfach keine Ahnung. Das ist auf den Punkt gebracht, fand ich das sehr prägnant. Jemand, der vielleicht dann schon mal auch etwas weiter darüber gedacht hat. Meine Damen und Herren, also wenn man wirklich für den Schutz des Klimas etwas tun will, dann kann man das eben nicht mit planwirtschaftlichen Maßnahmen, dann kann man das nicht mit bürokratischen Maßnahmen machen. Da braucht man Strategien, die sich eher an der Marktwirtschaft orientieren. Das ist zumindest unsere Überzeugung. Wir Freie Demokraten treten für eine vernünftige, international abgestimmte Politik auf Basis des Klimaschutzabkommens von Paris ein, um Ihre Frage zu beantworten, und lehnen Alleingänge ab. Wir wollen den Emissionshandel als globales Klimaschutzinstrument weiterentwickeln und dafür internationale Kooperationspartner gewinnen. Das wird uns nur gelingen, wenn wir uns langfristig realistische Ziele setzen und auf unnötige Markteingriffe verzichten. Meine Damen und Herren,
Technisch gibt es viele Wege, das Klima zu schützen. Daher lehnen wir auch auf Ebene der Europäischen Union technische Auflagen zur Treibhausgasminimierung ab und treten für einen Verzicht auf Subventionen für Vermeidungstechnologien ein. Wir Freie Demokraten wollen mit dem Emissionshandel als zentralem Steuerungsinstrument im Klimaschutz die Innovationskraft der Märkte nutzen, zunächst in der EU, so schnell wie möglich weltweit. Bis heute hat die deutsche Energiewende mehr als 150 Milliarden € gekostet, ohne dass es zu einer wirklichen Reduzierung der Emissionen gekommen ist. Genau das hat Ihnen der Kollege Rock heute Morgen gesagt. Eine Unzahl von Klimaschutzzielen und Instrumenten für unterschiedliche Lebensbereiche und Branchen verteuern den Klimaschutz unnötig und blockieren die Mittel für alternative Optionen der Treibhausgasreduzierung. Bessere, verlässliche Emissionsziele und unternehmerische Flexibilität beim Handel mit den Zertifikaten, das wäre der richtige Weg. Deswegen wollen wir als ersten Schritt den EU-Emissionshandel durch eine Ausweitung auf weitere Sektoren stärken und damit fit für zukünftige Kooperation mit anderen internationalen Handelssystemen machen. Allerdings brauchen globale Wirtschaftsbereiche wie die Schifffahrt, der Luftverkehr, auch dann globale Vereinbarungen. Das reicht alleine auf der europäischen Ebene nicht aus. Und gleichzeitig lehnen wir Eingriffe in die Preisbildung am Markt für Emissionszertifikate wie etwa Mindestpreise ab. Meine Damen und Herren. Wir Freie Demokraten stehen neuen Technologien, gerade auch im Klimaschutz, offen gegenüber. Niemand kann heute sagen, wie die Energieversorgung in 50 Jahren aussehen wird. Daher lehnen wir langfristige Pläne, mit denen für jeden Wirtschaftssektor spezifische Emissionsziele mittels restriktiver Vorgaben umgesetzt werden sollen, grundsätzlich ab. Dauersubventionssysteme wie das erneuerbare Energiesystem behindern die Durchsetzung neuer Ideen und müssen daher abgeschafft werden. Freie Demokraten wollen, dass Energiepolitik nicht zur Verbotspolitik wird. Heute werden den Menschen die Ziele der Energiepolitik mit immer neuen Vorschriften, Subventionen und Zwangsabgaben aufgezwungen. Wir wollen marktwirtschaftliche Anreize und keine Verbotsideologie mit staatlichen Gängelungen. Alleingänge wie den Klimaschutzplan lehnen wir ab. Er ist ein Pamphlet grünideologischer Bevormundung und Erziehungspolitik ohne einen wesentlichen Klimaeffekt. Frau Dorn, Sie haben es geschafft. Ihnen gehen Ihre politischen Themen gehen Ihnen aus. Ihre politischen Themen gehen Ihnen aus. Und Sie wollen jetzt mit der Klimapolitik, und dann kommen Sie ja über die Verkehrswende, Agrarwende. Ich habe das gestern beim Parlamentarischen Abend auch einmal gesagt, was das wirklich am Ende bedeutet, wenn man solch eine Agrarwende, wie Sie sie forcieren, durchzieht, meine Damen und Herren. Das gibt ein flächendeckendes Sterben der Landwirtschaft in Deutschland, meine Damen und Herren. Und das, was Sie an Produkten dort bekommen werden, meine Damen und Herren, was Sie dann an Lebensmitteln importieren müssen, ob das dann tatsächlich ökologisch besser ist oder von einem ernährungswissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen wirklich besser ist, da habe ich meine großen Zweifel. Da habe ich meine großen Zweifel. Und Sie müssen dann auch den Landwirten sagen, wo dann die Reise hingehen soll. Nur die Existenz dann von diesen kleinbäuerlichen und mittelständischen Betrieben, die Sie ja auch immer so gerne forcieren, die geht dann auch verloren. Meine Damen und Herren, Klima. Das ist dann völliger Quatsch. Klimapolitik sollte sich am Ende nicht an Alleingängen in Deutschland orientieren, sondern wir brauchen europäische Lösungen. Ich habe Ihnen das auch schon einmal gesagt. Es gibt Kollegen von Ihnen im Europäischen Parlament, die genau diese These vertreten. Auch Ihr Ministerpräsident in Baden-Württemberg hat es Ihnen ins Stammbuch versucht zu schreiben. Sie suchen noch händeringend ein Feindbild. Das haben Sie jetzt bei der FDP ausgemacht. Ich persönlich habe meine Meinung.
was es angeht, welchen Einfluss der Mensch tatsächlich auf den Klimawandel haben kann bzw. den Klimawandel zu ändern. Ich habe Ihnen aber, glaube ich, sehr deutlich klargemacht, wo die Position der FDP ist und dass wir einen anderen Ansatz haben. Die Klimaveränderung lässt sich nicht leugnen, aber es lässt sich über den Weg streiten, wie wir den Klimawandel eindämmen oder vielleicht sogar zurückdrehen können. Ihre Ansätze sind viel zu kleinteilig und erreichen genau das Gegenteil. Und das beweisen auch alle vorliegenden Zahlen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lenders. – Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ja, der Ausstieg Donald Trumps aus den Pariser Klimaabkommen im Namen der Vereinigten Staaten ist eine Tragödie. Eine Tragödie, die unter Anbetracht der politischen Entwicklung der letzten Dekaden eine simple kausale Antwort darstellt. Wer die gesellschaftliche Spaltung in Klassen, Ethnien, Nationalitäten und Religionen vorantreibt, wer in seinem politischen Handeln verächtlich auf die Schwächsten in einer Gesellschaft blickt, während Vertreter der Wall Street gern gesehene Empfangsgäste sind, und wer als Gegenkandidatin eine Frau nominiert, die in ihrem Handeln für Krieg, Verelendung und Neoliberalismus steht, der darf sich nicht wundern, wenn man einen Präsidententypus Trumps erhält. Wenn Politiker, egal wo und egal welcher Couleur, Politik vorbei an den Interessen der Mehrheiten der Bevölkerung machen, die Bodenhaftung verlieren und nur noch die Gutverdiener und Konzerne vertreten, legen sie den Nährboden für Extremismus, Populismus, Anfälligkeit für Propaganda oder, wie man es inzwischen auch gerne nennt, Fake News. Statt, wie es unter europäischen Politikern derzeit en vogue zu sein scheint, sich über Trumps defizitäres Handeln zu echauffieren, wäre ich für eine Rückkehr zur selbstkritischen Betrachtung der eigenen Politik. In der Frage Klimaschutz, die schon seit geraumer Zeit von fundamentaler Bedeutung ist, schneidet Deutschland selber nur mangelhaft ab. Im April dieses Jahres hatte die Bundesrepublik bereits den Grenzwert an CO2-Emissionen erreicht, der eigentlich für das ganze Jahr hätte reichen müssen. Wir haben also keinen Grund, uns selber zu loben, weder hier noch im Rest der Republik. Und auch das klügste und am besten verhandelte Klimaabkommen nützt nichts, wenn daraus keine politische Veränderung entsteht und kein politisches Handeln resultiert. Kein Eisgipfel wird allein dadurch langsamer schmelzen. Nichtsdestotrotz muss man zumindest konstatieren, dass ein Plan trotz aller Widerstände beschlossen wurde. Etwas, das für Sie ernsthafte Bemühungen scheinbar nicht wert war. Nicht nur, dass drei Jahre nach Ankündigung des Klimaschutzplans kein verbindlicher Vertrag geschlossen wurde, sondern stets nur Absichtserklärungen, sind selbst zuletzt genannte nur von äußerst spartanischer Natur. Bereits im Dezember 2015 unterschrieben Sie, Frau Hinz, das Global Climate Leadership Memorandum of Understanding, eine Absichtserklärung mit zum Teil durchaus sympathischen Zielen, einigen Subnationen zum Zweck der Senkung von Treibhausgasemissionen auf 2 Tonnen pro Kopf gezeichnet, mit der Hoffnung, den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf 2 Grad Celsius zu begrenzen. Doch leider scheinen Sie die Erklärung vorher nicht genau gelesen zu haben. Im Abschnitt 2.b steht unmissverständlich: Zur Realisierung der Emissionsminderungsziele streben die Parteien eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz und eine umfassende Entwicklung der erneuerbaren Energien an. Die Parteien legen ihre bis 2030 zu erreichenden Ziele und Teilziele in diesen und anderen wichtigen Bereichen in Anlage A fest. Heute, mehr als 18 Monate später, liegt noch immer keine Anlage A vor, in welchem Sie Ihre Maßnahmen für die Erreichung der Emissionssenkung niedergeschrieben hätten. Kein Text, den die Bevölkerung oder wir als Opposition beurteilen könnten. Und es ist nicht so schwer, das auszufüllen. Es gibt sogar noch deutliche Hinweise, sozusagen ein Blatt, an dem man sich abarbeiten kann. Sie könnten es geschafft haben.
Im direkten Vergleich, Ihre thüringische Kollegin Anja Sigismund benötigte gerade einmal 24 Stunden dafür. Kann sich die Regierungskoalition intern nicht auf eine gemeinsame Klimapolitik einigen? Oder worauf genau begründet sich diese unverhältnismäßige Verspätung bei einer Thematik derartig großer Bedeutung? Diese Tatsache unbeachtet loben Sie sich hier für Ihre angeblich so nachhaltige Politik. Meine Damen und Herren, das ist nicht nur ein Ausdruck der Arroganz der Regierung, sondern eine aktive Täuschung der Bürgerinnen und Bürger. Eine wirklich nachhaltige, klimaorientierte Politik kommt nicht ohne Verbindlichkeit aus. Und vor allem, sie kommt nicht ohne Taten aus. Umweltpolitisch war das Jahr 2016 kein gutes Jahr für Sie, liebe Kollegen von der schwarz-grünen Regierung, und schon gar nicht war es ein gutes Jahr für das Klima. 2016 ist der Ausstoß von Treibhausgasen nicht gesunken, wie es nötig gewesen wäre, sondern sogar noch gestiegen. Ursache dafür ist eine vollkommen fehlgeleitete Verkehrspolitik, eine Verkehrspolitik, die bis dato anhält. Auf dem Papier stimmen Sie im Übrigen folgenden Punkten zu. Die Parteien vereinbaren Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen aus Personen- und Lastkraftwagen mit dem Ziel einer breit angelegten Einführung von emissionsfreien Fahrzeugen und der Entwicklung der dafür notwendigen Infrastruktur zu ergreifen. Ferner vereinbaren die Parteien, eine Form der Flächennutzungsplanung und Entwicklung zu fördern, die alternative Verkehrsmodi unterstützt, insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr, das Fahrradfahren und die Fortbewegung zu Fuß. Während Sie zu diesen ja fördernden Punkten öffentlich Ihre Affirmation ausdrücken, geht Ihre politische Praxis in völlig entgegengesetzte Richtung. Am Frankfurter Flughafen sind knapp die Hälfte aller Passagierflüge kürzer als 800 km. 13% aller Passagierflüge ist unter 4 Stunden über den Bahnverkehr zu erreichen. Wenn man den Anspruch an nachhaltige Politik hat, wie Sie es ja stets von sich behaupten, muss man diese 60.000 Flugbewegungen einsparen. Das Ergebnis wären viele Tausend Tonnen CO2 weniger, weniger Fluglärm und weniger Luftschadstoffe. Statt alternative Verkehrsmodelle wie den Ausbau des deutlich erstrebenswerteren Schienenverkehrs zu unterstützen, subventionieren Sie aus der nachhaltigen Sicht katastrophalen Luftverkehr mit jährlich 28 Milliarden €. Das zeigt die ganze Widersprüchlichkeit Ihrer ausschweifenden Reden lobhudlerischer Natur und der darauf folgenden destruktiven Politik auf. Wir haben, wenn wir den meisten Experten Glauben schenken, 5 Jahre Zeit, die Politik klimafreundlich umzuwandeln. 5 Jahre, um die eklatanten Fehler und Versäumnisse der letzten 20 und mehr Jahre zu korrigieren. 5 Jahre, um die Stellschrauben zu justieren, um unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, die nicht verstrahlt, verseucht, regenwaldlos und sauerstoffarm ist. Und so komme ich zu dem Schluss, dass, wie der Philosoph und Soziologe Herbert Marcuse schon so früh ausführte, die Utopie an ihrem Ende ist, weil alle Techniken entwickelt sind, um den Menschen und die Natur zu zerstören. Aber es sind auch alle Mittel entwickelt, mit ein paar Variationen, um die Welt zu einer menschenwürdigen zu machen, mit einer Ökologie, die den Menschen nicht zerstört und nicht krank werden lässt. Doch das Zugrunderichten des Menschen und der Natur bleiben profitabler als ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihre soziale Gleichheit. Herzlichen Dank. Danke, Frau Schott. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Gremmels zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem Abschmelzen der Pole und Sturmfluten lassen sich keine Great Deals machen. Das müsste Donald Trump mal ins Stammbuch geschrieben werden. Das sind Tatsachen, die nicht zu leugnen sind. Und hier isoliert sich der amerikanische Präsident nicht nur selbst, er isoliert die ganzen USA. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist für Amerika ein Rückschritt. Das wirft aber uns insgesamt nicht zurück. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir lassen uns von Donald Trump und seiner ideologischen Politik nicht aufhalten. Und ich bin froh, dass es in Amerika auch sehr vernünftige Stimmen gibt aus der Wirtschaft, aus den Kommunen, aus einzelnen Bundesstaaten, die sehr wohl verstanden haben,
dass im Bereich des Klimaschutzes, dass im Bereich der erneuerbaren Energien ein großer wirtschaftspolitischer Faktor steht. Wer jetzt diese Dinge hinbekommt, der wird am Ende des Tages die Nase vorne haben. Es ist eine Riesenchance für eine Volkswirtschaft, sich in erneuerbare Energien und im Klimaschutz zu engagieren, meine Damen und Herren. Deswegen werden die vier Jahre von Donald Trump verlorene Jahre sein. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wird die USA auch zur Vernunft kommen. Es ist ja so, dass diese Kündigung des Pariser Klimaschutzabkommens erst zu Jahre 2019 wirksam werden kann. Dann gibt es noch ein Jahr Übergangszeit. Und ich hoffe, dass bei der neuen Wahl des amerikanischen Präsidenten in vier Jahren die Vernunft siegt und wir wieder einen amerikanischen Präsidenten haben, der weiß, was internationale Verträge bedeuten und der weiß, was es heißt, internationale Verträge auch über einen Amtswechsel hinaus festzuhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war bisher auch geübte und gute Praxis, die Herr Trump einen Dreck schert. Ich sage es etwa so unparlamentarisch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Den GRÜNEN nehme ich das ab mit dem Klimaschutz, aber nicht unbedingt Ihrem Koalitionspartner, der hessischen CDU. Es ist doch kein Zufall, dass der Berliner Kreis der CDU war, der im Nachgang zu Trumps Vorschlägen ja noch eine Schippe draufgelegt hat. Ich erinnere an den Text, den der Berliner Kreis verabschiedet hat, wovon dem Ende der moralischen Erpressung durch die Klimaforschung und den Abschied von deutschen Sonderzielen gesprochen worden ist, der sagt, es gäbe einseitigen negativen Blick auf die Folgen der Erderwärmung. Und dieser Berliner Kreis der CDU sagt weiter, dass mit dem Abschmelzen des polaren Meereises verbunden auch große Chancen liegen. Ein eisfreier Nordpassage, neue Fischfangmöglichkeiten, Rohstoffaufbau, die seien vermutlich sogar größer als mögliche negative ökologische Effekte, sagt der Berliner Kreis der CDU, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wem gehört denn der Berliner Kreis an? Einer, der noch bis 2013 hier für die CDU maßgeblich Rolle hatte. Herr Christian Wagner ist einer, der diesem Kreis angehört. Ja, es ist so, das gehört zur Wahrheit zu. Und dieser Christian Wagner hat, soviel ich weiß, ja auch noch den schwarz-grünen Koalitionsvertrag in Hessen mitverhandelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und er bezeichnet jetzt den Weltklimarat, den anerkannten IPCC, als Weltrettungszirkus. Auch das ein Zitat aus dem Berliner Kreis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen müssen wir uns doch nicht wundern, dass die CDU hier in Hessen beim Klimaschutz aber so etwas von auf der Bremse steht. Das ist doch der wahre Grund, warum sich Schwarz-Grün nicht auf ein Klimaschutzgesetz hat vereinbaren können, ja, wie die GRÜNEN es auf Bundesebene ja selber gefordert haben. Hier stehen die Bremser auch in der hessischen CDU, hier im Landtag mit dem Koalitionspartner als eine verabschieden, auf Parteitagen, in Parteipapieren genau etwas anderes fordern. Das ist ein großer Unterschied, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich rede ja Gott sei Dank vor der CDU-Vertreterin. Und vielleicht wäre das ja mal eine gute Gelegenheit, mal hier uns aufzuklären, wie Sie zu den Positionen von Herrn Wagner stehen. Ob das die Position der hessischen CDU ist, ob Sie der Auffassung sind. Ja doch, aber natürlich kann man diese Frage stellen, Herr Reif. Entschuldigen Sie mal, es war ja nicht irgendein Hinterbänkler. Es war ja nicht irgendein Hinterbänkler, der diese Formulierung gemacht hat. Es war der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende. Und dann haben Sie den Mut, ja, der gehört doch noch der hessischen CDU an, Herr Bellino, oder habe ich? Herr Bellino, ich scheine ja einen wunden Punkt getroffen zu haben. Es nervt, ich nerve Sie. Es tut mir leid, wenn ich Herrn Bellino nerve. Gut, ich scheine auf dem richtigen Kurs zu sein. Und Sie haben ja gleich die Chance, sich von Ihrem Parteifreund zu distanzieren. Das haben Sie ja gleich. Kommen Sie nach hier vorne, sagen Sie es hier und handeln Sie entsprechend in der schwarz-grünen Koalition und werfen Sie nicht weiter Sand ins Getriebe und halten Sie nicht sinnvolle Klimaschutzpolitik, halten Sie die nicht länger auf, meine sehr verehrten Damen und Herren von der schwarzen Seite. Ich sage Ihnen, ich,
Herr Bellino, niveauloses Gerede, rufen Sie dazwischen. Also, ich finde, ehrlich gesagt, Ihre Zwischenrufe niveaulos. Wenn Sie Niveau hätten, würden Sie eine Kurzintervention abgeben und hier sich zu Wort melden, außer unqualifiziert von der Regierung. Augenblick mal, Herr Gremmels, bitte. Meine Damen und Herren, auch die PGFs, bitte jetzt ein bisschen Ruhe wieder. Herr Gremmels hat das Wort. Jeder blamiert sich selbst so gut er kann, Herr Bellino. Insofern kein Problem. Ich sage Ihnen an dieser Stelle, im Klimaschutz liegen große Chancen für unsere Volkswirtschaft. Wenn wir das ordentlich angehen, wenn wir das mit Sinn und Verstand angehen, wenn wir die Wirtschaft als Partner empfinden und nicht als Gegner, wenn wir das mit Ihnen umsetzen, dann ist das für die deutsche Volkswirtschaft ein Riesenstandortvorteil. Dann ist es eine wirtschaftliche Chance für uns, und diese sollten wir nutzen. Und ich sage Ihnen auch noch einmal klar und deutlich, wenn wir dies nicht tun, wenn wir, wie Sie, Herr Lenders, den Klimawandel ignorieren, wenn wir keine klare Antwort darauf haben, weil darum haben Sie sich nämlich gedrückt um die Frage, ob es menschgemacht ist oder ob es sozusagen naturgemacht ist, Herr Lenders. Darüber haben Sie sich gedrückt. Und ich sage Ihnen eins: Wenn wir diese Frage nicht alle zusammen zeitnah und ehrlich angehen, dann werden wir dafür sorgen, dass noch mehr Menschen hungernd und durstend aus Afrika und anderen Ländern hierher kommen, weil Klimaschutzpolitik immer auch Friedenspolitik ist. Dafür steht die SPD, nicht erst seit Willy Brandt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen haben wir hier eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und ich würde uns doch sehr bitten, in dieser wichtigen Frage nicht ins parteipolitische Klein-Klein zu gehen, sondern gemeinsam an einen Strang zu ziehen. Hessen hat da eine Rolle, die können wir nutzen als starke Volkswirtschaft in Deutschland, als starke Volkswirtschaft in Europa. Und wenn uns die USA nicht folgen, dann gehen wir alleine mit Hessen, mit Deutschland, mit Europa voran. Wir nutzen die Chancen, und dann werden wir sehen, wir sind auf der richtigen Seite. In diesem Sinne, Glück auf. Danke, Herr Gremmels. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Arnold zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Gremmels, ich spreche heute hier für die CDU-Fraktion, nicht für den Berliner Kreis, auch nicht im Namen von Dr. Wagner. Das möchte ich auch gerne noch einmal festhalten. Die einzige Frage, die ich dazu habe, noch zu der Thematik, ist, wie Ihre Meinung zum Thema Kohleabbau ist, ob die dann in Brandenburg die Meinung teilt Ihres Ministerpräsidenten Woidke dort vor Ort? Oder können Sie ja auch noch einmal etwas zu sagen, wenn Sie hier meinen, Einzelpersonen zu befragen? Herr Rudolph, wenn Sie fertig sind, würde ich gerne meine Rede fortführen. Auch Donald Trump hat zur Kenntnis genommen, dass die ganze Welt im Dezember jetzt. Ich glaube, jetzt stehe ich hier vorne, Herr Rudolph, und wenn Sie etwas zu sagen haben, können Sie sich gerne melden. Würde ich ja jetzt gerne, wenn Sie mich mal lassen. Würde ich ja gerne. Augenblick, Frau Arnold. Meine Bemerkung zu den Mehrzahl PGFs gilt auch bei der nächsten Rednerin. Dann müssen Sie mal ruhig sein, ganz einfach. Die Führungsspitzen von über 200 Nationen haben sich zusammengesetzt und eine Entscheidung von gewaltiger Tragweite getroffen. Nicht perfekt, aber doch ein Meilenstein für den weltweiten Klimaschutz. Ein Generationenwerk und der Auftakt eines Prozesses, den Klimawandel zu begrenzen und unseren Kindern und Enkelkindern eine lebens- und liebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Und was macht Präsident Trump? Er hat den Plan nicht verstanden, und er hat die Reaktionen nicht verstanden. Er meinte, die Welt hätte gejubelt, weil sie die USA über den Tisch gezogen hätten. Er hat auch den Inhalt des Abkommens nicht verstanden. Ich habe mir die Rede, mit der Trump den Ausstieg aus dem Pariser Vertrag erklärt hat, noch einmal angeschaut. Alle vorgebrachten Argumente waren falsch. Der Vertrag von Paris verbietet keine Kohlenutzung in den USA. Und er kostet die USA auch nicht über 10 Milliarden Dollar. Das ist alles falsch. Nein, Herr Trump, die Welt hat gejubelt, weil ein Durchbruch gelungen ist und weil die Welt gezeigt hat, dass es in der internationalen Politik Win-Win-Situationen gibt. Und die Rettung unseres Klimas ist eine solche Win-Win-Situation.
Aber lassen Sie mich auch feststellen, dass nach der Erklärung Trumps, das Klimaabkommen zu kündigen, 61 US-Bürgermeister, die 26 Millionen Menschen vertreten, eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben. Eine Erklärung, die die Zielvorgaben des Übereinkommens auf lokaler Ebene weiter voranbringen soll. Auch viele Bundesstaaten haben sich bereits dazu bekannt, weiterzumachen. Und ich bin froh und dankbar, dass sich auch in den USA viele Menschen, Firmen, Staaten und Städte zum Klimaschutz bekannt haben. Der Klimaschutz hört auch in den USA nicht auf. Und es geht dabei nicht nur um Blauäugigkeit und um Nächstenliebe, sondern wenn Intel, wenn Hewlett-Packard, wenn Tesla, die Bank of America, wenn Mars, Disney, Walmart, Apple, Facebook und Ford und sogar der Chemiekonzern Dow Chemical und der Ölkonzern ExxonMobil den Ausstieg kritisieren, dann muss doch eines klar werden. Hier geht es auch ums Geschäft, und damit sollte sich eigentlich Herr Trump auskennen. Paris hat eins gezeigt. Die Welt ist unterwegs in Sachen Klimaschutz. Nur ein paar Beispiele. China hat rund 340 Milliarden € in seinem Staatshaushalt umgewidmet, vom Bau von Kohlekraftwerken hin zur Förderung erneuerbarer Energien. Indien wird bis 2022 den Anteil der erneuerbaren Energien vervierfachen. Der Finanzdienstleister Bloomberg hat kürzlich errechnet, dass schon heute 58 Entwicklungsländern Strom aus Sonne und Wind preiswerter ist als aus fossilen Rohstoffen. In 10 Jahren wird das in allen Ländern der Welt so sein. Und es geht nicht in erster Linie um klimafreundlich oder nicht, sondern es geht um nachhaltig und effizient oder nicht, um zukunfts- und wettbewerbsfähig oder nicht. Es geht darum, will ein Staat, will eine Gesellschaft an dieser Entwicklung teilnehmen und partizipieren, oder will sie zurückbleiben? Und Donald Trump hat sich entschieden, dass die Staatsführung der USA lieber verharren und konservieren will, als zu entwickeln. Und es ist kein Wunder, dass seine eigene Bevölkerung, seine eigene Wirtschaft dagegen protestiert. Rund 70% der Bürger in den USA sind nach aktuellen Umfragen für das Paris Agreement. In jedem der 50 Staaten gibt es eine Mehrheit für Remain. Die amerikanische Bevölkerung hat einen Tag, bevor die Entscheidung nach Übergangsfristen wirksam wird, die Möglichkeit, ihrem Präsidenten zu zeigen, was sie von der rückwärtsgewandten Politik hält. Und bis dahin bringt es uns nichts, mit anderen zu harren. Wir müssen auf uns selbst schauen. Ich finde es bemerkenswert, dass unsere Kanzlerin, Frau Dr. Merkel, sich an der Spitze, die über Mühen gesetzt hat, den Rest der Welt zusammenzuhalten. Und ich finde das gut, dass wir auf dem G20-Gipfel in Hamburg dafür kämpfen, dass weiterhin alle anderen außer den USA in dieser wichtigen Frage zusammenbleiben. Es ist gut, dass Kanzlerin Merkel hier gemeinsam mit anderen Führern wichtiger Staaten die Initiative ergriffen und klare Botschaften gesendet hat. Deutschland und Hessen haben schon lange entschieden, dass wir die Chance der Energiewende und des Klimaschutzes nutzen wollen. Wir wollen an der Spitze dieser weltweiten Entwicklung stehen und vor allem sie voranbringen, weil wir die innovativsten Firmen, die besten Ingenieure, die findigsten Forscher und einen klaren Blick in Entwicklung und auf sich öffnende Chancen haben. Wir wollen, dass wir in Hessen die besten und modernsten Produkte für diesen Prozess herstellen, ob bei SMA oder bei Opel, bei SGL Carbon oder Herius. Wir wollen, dass Sie bei Fraunhofer IWES in Kassel oder EWKS in Hanau oder an der Uni in Gießen oder anderswo in Hessen entwickelt werden. Und wenn wir jetzt an der Spitze der Bewegung stehen, werden wir von der Entwicklung nach vorn getragen. Dann
Der kürzlich von uns verabschiedete Klimaschutzplan ist wesentliches Zeugnis dieser Bereitschaft und dieser Entschlossenheit, und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern in Form von Angeboten, Bildung, Informationen und Anreizen, damit wir effizienter und wettbewerbsfähiger werden und unsere Spitzenposition halten können. Und es ist daher richtig und wichtig, dass Hessen sich schon früh der Under-2-Koalition angeschlossen hat. Wir sind damit einer von aktuell 175 Partnern aus 35 Ländern, die sich auf subnationaler Ebene gemeinsam verabredet haben, den Klimaschutz voranzubringen. Dieses Forum bringt den Klimaschutz insgesamt voran, weil wir auch hier wieder zeigen werden, dass im Klimaschutz Win-Win-Situationen möglich sind. Meine Damen und Herren, wir als Bundesland Hessen und als Koalition sind entschlossen, unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wir wollen vorangehen, wo wir gut sind. Wir wollen Chancen aufzeigen und ergreifen. Wir wollen modern und effizient produzieren und damit Vorreiter und Beispiel für andere sein. Und wir wollen dabei immer ein kleines bisschen besser sein als andere, weil darin die große Chance unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft liegt. Das ist der hessische Weg. Für diesen Weg in die Zukunft haben wir die Weichen gestellt. Die USA haben sich entschlossen, aus dem fahrenden Zug auszusteigen. Das ist bedauerlich, aber es ändert weder unseren Kurs noch die Geschwindigkeit. Und es ändert auch nichts daran, dass Europa, Deutschland und Hessen einen Platz ganz vorne im Steuerhaus beanspruchen. Danke. Danke, Frau Arnold. Für die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Pinz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, der amerikanische Präsident Trump hat den Ausstieg aus dem Klimaabkommen verkündet, weil er nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt. Aber, meine Damen und Herren Abgeordnete, das ist keine Frage des Glaubens, sondern eine Frage der Fakten. Aber damit hat es der Herr ja auch nicht so, wie wir wissen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, die Fake News, das ist eher sein Metier. Bei der Weltklimakonferenz in Paris gab es nach mehrjährigen, schwierigsten Verhandlungen endlich einen erfolgreichen Abschluss. Es soll die globale Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad begrenzt werden. Und natürlich müssen alle Staaten, alle Länder, alle Regionen, Kommunen dazu beitragen, dass wir das erreichen. Natürlich kann Hessen das nicht alleine schaffen. Völlig klar. Aber gerade deshalb ist es ja auch so gut, dass ich bereits seit 2015, also kurz vor dem Abschluss dieses internationalen Klimaabkommens, eine ganz andere Bewegung formiert hat, als es das Ausstiegsszenario von Präsident Trump glauben lässt. 176 Länder und Regionen aus 36 Staaten haben sich im sogenannten Under-2-Memorandum of Understanding zusammengeschlossen. Sie repräsentieren 39% der globalen Ökonomie und 1,2 Milliarden Menschen. 2015 waren es etwa 115 Partnerinnen und Partner, die sich zusammengeschlossen haben. Jetzt sind es schon 176. Und, Herr Lenders, Sie wollten ja den Ministerpräsident Kretschmann zu Ihrem Kronzeugen machen, aber ich glaube, Sie haben sich da ein bisschen vertan. Wissen Sie, wer den Weg bereitet hat für diese Vereinbarung, für dieses Memorandum of Understanding? Das war der Ministerpräsident Kretschmann mit dem Gouverneur von Kalifornien. Also Baden-Württemberg und Kalifornien haben dieses Abkommen geschlossen und haben dann permanent die Werbetrommel gerührt, dass sich andere Staaten, andere Regionen
auch dazu entschließen, beizutreten. Und Hessen ist nach dem Beschluss des Kabinetts seit der Weltklimakonferenz in Paris Mitglied dieses Bündnisses. Das halte ich für besonders wichtig, weil dieses Bündnis noch einmal jenseits der internationalen Abkommen, jenseits dieser Ebene sozusagen die Bewegung von unten ist, weil sich alle diese Partner dazu verständigt haben, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Sie haben sich darüber verständigt, dass sie konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz entwickeln. Sie wollen den Austausch über neue Technologien und neue Forschungsergebnisse vorantreiben, und sie wollen auch gemeinsame Standards setzen für das Monitoring. Das heißt, natürlich müssen auch die Ziele wieder überprüft werden, die man sich setzt für 2020, 2025, 2030, weil die Frage steht ja im Raum, schaffen wir es, die Treibhausgasemissionen zu senken? Und auch dazu hat sich Hessen mit den anderen Partnern verständigt, wir werden dieses Monitoring betreiben. Also, es geht nicht darum, einfach nur etwas aufzuschreiben, sondern es geht auch darum, die Ziele tatsächlich zu erreichen. Und auch in der EU ist noch einmal vieles in Bewegung gekommen, gerade auch nachdem Trump angekündigt hat, dass die USA aussteigen will. Die EU-Energieminister einigten sich am Montag auf neue, noch ambitioniertere Energieeffizienzziele. Bis zum Jahr 2030 soll die Energieeffizienz um 30% gesteigert werden. Und gerade das ist ja auch ein wesentlicher Baustein für den Klimaschutz. Und auch bei dem wichtigen Thema Energiesparen in Gebäuden fanden die Minister und Ministerinnen einen gemeinsamen Standpunkt, der kosteneffiziente Sanierung und Energiesparen zusammenbringt. Weil es soll eben nicht auf Kosten der Privaten gehen. Und wir brauchen gerade im Gebäudebestand und im Neubau, das wissen wir alle, auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viel Wohnungen. Aber es muss eben mit dem Klimaschutz einhergehen. Und schauen wir in unser Bundesland. Hessen macht seine Verantwortung mit dem integrierten Klimaschutzplan 2025 ganz konkret. Hessen startet als eines von nur zwei Bundesländern ein Demonstrationsprojekt für eine Lkw-Oberleitung auf der Autobahn, um den Güterfernverkehr klimafreundlich zu machen. Wir fördern Anpassung und Klimaschutz in der Landwirtschaft. Und ich habe bislang nicht gehört, dass die Landwirtschaft Probleme mit unserem Klimaschutzplan hat. Im Gegenteil, sie waren beteiligt, haben mitgemacht, und sie sind zufrieden mit dem, wie wir den Klimaschutzplan aufgestellt haben. Wir arbeiten zusammen mit dem Bündnis Hessen aktiv die Klimakommunen. 167 Kommunen sind jetzt schon beieinander und werden auch durch die konkreten Maßnahmen des Landes unterstützt. 140 Maßnahmen haben wir in dem Klimaschutzplan zusammengetragen. Und ich sage Ihnen, es ist auch dringend notwendig, weil wir das ja jetzt im Frühjahr auch wieder gemerkt haben, wie es ist, wenn sich der Klimawandel Bahn bricht. Im Frühjahr ist den hessischen Weinbauern teilweise die Weinblüte erfroren. Obst und Gemüse ebenfalls, weil es schon sehr früh warm war und dann wieder richtig heftig gefroren hat. Und 2014 war das wärmste Jahr in Hessen seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Jetzt haben wir schon wieder das dritte Jahr in Folge, was bislang im Frühjahr zu warm und zu trocken war. Das heißt, die Sommer, die wir jetzt als besonders heiß empfinden, werden künftig die Durchschnittssommer sein. Das muss man sich einmal überlegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir neben den Klimaschutzmaßnahmen auch viele Anpassungsmaßnahmen vorantreiben. Und natürlich haben wir auch den Emissionshandel bedacht im Klimaschutzplan. Gerade
in der Diskussion auch mit den hessischen Unternehmen haben wir dort vereinbart, dass wir uns auf EU-Ebene für einen weitergehenden Emissionshandel einsetzen. Aber da will ich Ihnen einmal sagen, Herr Lenders, wenn Sie so tun, als wäre die FDP diejenigen, die den Emissionshandel so grandios gestalten würden. Sie waren als FDP an der Bundesregierung beteiligt, als die Zertifikate besonders freigebig ausgeteilt wurden. Infolgedessen sind die Preise abgestürzt, und wir haben bis heute Probleme mit dem Emissionshandel auf europäischer Ebene. Also tun Sie nicht so, als seien Sie diejenigen, die den Emissionshandel erfunden hätten, und als seien Sie diejenigen, die die Retter des Emissionshandels wären. Ich bin sehr froh, dass die Bundeskanzlerin gestern erläutert hat, dass sie im Hinblick auf den G20-Gipfel auf jeden Fall das Klimaabkommen für nicht verhandelbar erklärt hat und dass sie auch noch einmal erklärt hat, dass Klimaschutz und Klimawandel nicht vor den Grenzen der Nationalstaaten Halt macht. Aber ich will auch deutlich sagen, dass das auch bedeutet, dass der Bund dann noch einen Zacken zulegen muss, wenn man das so erklärt. Die Bundesrepublik droht 2020, die eigenen Klimaschutzziele zu verfehlen. Und nur die Staaten, die ihre eigenen Ziele auch erreichen, sind glaubwürdige Motoren in der internationalen Klimapolitik. Das muss sich hier jeder klarmachen. Und mit Blick auf die SPD, die jetzt hier so getan hat, als wäre die CDU gar nicht mit hier in der Landesregierung, als hätten wir nicht unter Schwarz-Grün den Klimaschutzplan mit den Zielen beschlossen, will ich mal sagen, also das Bundestagswahlprogramm der SPD zeichnet jetzt sich nicht dadurch aus, dass sie deutlich machen, wie eigentlich ein Kohleausstiegsplan vonstatten gehen soll. Also, wir jedenfalls sind in unserem hessischen Klimaschutzplan sogar noch konkreter als Sie mit Ihrem Wahlprogramm. Frau Hinz, ich erinnere an die Redezeit. Ja, ich komme zum Schluss. Es demonstrieren zurzeit deutlich die amerikanischen Städte und Bundesstaaten, die ihre Klimaschutzziele verstärken wollen, sowie US-amerikanische Unternehmen. Und das ist auch richtig so, denn wir brauchen ein weltweites Netz derjenigen, die gemeinsam an der Zukunft arbeiten, in der wir auch weiter gut leben können. Hessen ist jedenfalls dabei. Und deswegen bin ich froh, dass wir frühzeitig das Memorandum of Understanding Under 2 MOU unterschrieben haben. Und genau in diesem Sinne werden wir auch weiterarbeiten. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Was machen wir mit dem Antrag? Abstimmen. Dann rufe ich den an. Wo war es zur Geschäftsordnung? Herr Rudolph. Herr Präsident, wir bitten, die Ziffer 3 getrennt abzustimmen. Ziffer 3 getrennt und den Rest. Dann lasse ich aus dem Antrag Drucksache 20/2022 als 19 zuerst die Ziffer 3 abstimmen. Wer dem die Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Das sind die FDP. Wer enthält sich? SPD und Linke. Damit ist die Ziffer 3 angenommen. Nun lasse ich den Rest des Antrags abstimmen. Wer dem die Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD. Dagegen FDP, Enthaltung, die Linke. Damit ist der gesamte Antrag angenommen.